Da denkt man sich überhaupt nichts Böses und auf einmal hat man einen neuen Cloverfield-Film. Lasst uns darüber sprechen. Getting out of here is the last thing you want to do. Achtung, Spoiler-Alarm. Wenn ihr nicht die drei bisherigen Cloverfield-Filme gesehen habt, bitte haltet euch von diesem Video fern. Es wird immer noch da sein, nachdem ihr sie gesehen habt. People are gonna wanna know how it all went down. Das Cloverfield-Franchise scheint das seltsamste, mysteriöseste und eins der kreativsten Franchise aller Zeiten zu sein. Gestern während des Super Bowls wurde eine Werbung veröffentlicht, die den nächsten Film ankündigte, The Cloverfield Paradox. Wir wussten erstmal damit überhaupt nichts anzufangen. Bis vor kurzem dachten wir noch, dass uns ein Film namens God Particle erwarten würde. Dieser wurde gecancelt, jetzt heißt er The Cloverfield Paradox und ja, ihn gibt es schon auf Netflix. Wie verrückt ist das? Lasst uns erstmal über das Marketing dieser sehr verrückten Filmreihe sprechen. 2008 fing alles an. J.J. Abrams, Schöpfer von Lost, den viele jetzt mittlerweile kennen durch Star Trek, Star Wars und so weiter. Er überraschte uns alle damals mit einem Poster, eine Freiheitsstatue, der der Kopf fehlte. Wir alle wussten nicht, was das zu bedeuten hatte. Und plötzlich bekamen wir den ersten Trailer. War das ein Katastrophenfilm? War das ein Film über Terrorismus? Keine Ahnung, niemand wusste es. Es war ein Found-Footage Horrorfilm, so wurde er angeteasert. Dann sahen wir den Film tatsächlich und es ging um ein gigantisches Monster. Ein Monster, das lediglich als Cloverfield bezeichnet wurde. Oder so ziemlich die Ereignisse des Films wurden von dem US Government als Cloverfield bezeichnet. Wir konnten damit wirklich nicht viel anfangen, aber wir hatten Spaß. Es war ein seltsamer Film, es war ein verrückter Film, er war mysteriös, die Spannung war perfekt und der Film hatte ein offenes Ende. Damit dachten wir, wäre es das dann auch gewesen. Cleveres Marketing, clevere IMDb-Boards, clevere Internetseiten, die uns immer kleine Häppchen zusätzlich zum Film geben würde. Aber das war's. Und dann, vor 2 Jahren, war es auf einmal soweit. Ein Trailer kam aus dem Nichts. Kein Found-Footage-Film, nein, sondern ein richtiger Spielfilm mit John Goodman und Mary Elizabeth Winstead. Oh, boy. Der Film trug den Titel 10 Cloverfield Lane. Und als wir den Film sahen, waren wir erneut überrascht, weil er so ziemlich nichts mit dem Monster aus dem ersten Teil zu tun hatte. Nein, es war ein Film über einen Mann, der eine Frau in einem Bunker gefangen hielt, ihr aber sagte, dass er das zu ihrem Schutz tun würde. Gegen Ende des Films sahen wir dann auch noch Außerirdische und wir fragten uns, was zur Hölle bedeutet das? Come on. Jetzt sind wir beim dritten Film angekommen, der uns versprochen hat, endlich Antworten zu bieten. Tut er das? Ja. Und nein, denn der dritte Film spielt im Weltall. Wir haben eine Gruppe von Astronauten aus der Zukunft, weil die Erde hat ein Problem. Die Energie geht der Erde langsam aus, weshalb sie mit einem Partikelbeschleuniger probieren, an neue Energie heranzukommen. Das tun sie aus einem Paralleluniversum. Und auf einmal wird es merkwürdig. Eine Hand verschwindet von einem Crewmitglied, ein seltsames Crewmitglied aus einer anderen Dimension taucht auf und zum Schluss sehen wir das Cloverfield-Monster auf der Erde. Diesmal ist es um einiges größer als das, das wir kannten. Was bedeutet das alles? Ich muss sagen, erstmal war ich selber komplett perplex. Als ich den Film gestern gesehen habe, dachte ich mir, hm? Doch jetzt atmen wir erstmal durch und probieren das alles geschickt zusammenzupuzzeln. 2008 fängt der erste Cloverfield an. Alles dreht sich um Rob. Nein, nicht diesen Rob. Er hat vor, nach Asien auszuwandern, als urplötzlich ein gigantisches Wesen New York City angreift. Wie ich euch schon sagte, über dieses Wesen erfahren wir nicht besonders viel, aber wer genau aufpasst, sieht in der letzten Sequenz des Films, die übrigens vor den eigentlichen Ereignissen von Cloverfield stattfinden, einen kleinen Punkt, der ins Wasser fällt. Merkt euch diesen Punkt, denn wir kommen noch zu ihm. Jetzt sind wir bei 10 Cloverfield Lane. Eigentlich ein Kammerspiel, bei dem wir uns nie sicher sind, können wir John Goodman trauen oder nicht. What do you know about him? Und obwohl er letztendlich als Psychopath entlarvt wird, gibt es tatsächlich Aliens. Diese Aliens sehen aber nicht wirklich so aus wie das Monster aus dem ersten Film, was uns zum dritten bringt. Jetzt wird es nämlich interessant. Der dritte liefert Antworten, wenn wir uns denn auf diese einlassen. Denn gegen Anfang des Films warnt ein Buchautor die Crew der sogenannten Cloverfield davor, mit diesem Partikelbeschleuniger herumzuhantieren. Er warnt sie, es könnte katastrophale Folgen haben, Monster könnten auf die Erde gelangen, Wesen aus anderen Dimensionen und jetzt macht alles Sinn. This experiment could unleash chaos, the likes of which we have never seen.
Monsters, Demons, Beasts from the sea. Denn die Monster können nicht nur aus anderen Dimensionen kommen, sondern auch durch verschiedene Zeitlöcher. Deshalb ist das Monster, das wir im allerersten Cloverfield haben, nicht das gleiche Monster, das wir im neuesten Film sehen. Denn der neueste Film spielt 2028. Wir sehen ein ausgewachsenes Cloverfield-Monster. Es ist riesengroß, es ragt über die Wolken hinaus. So groß war unser originales Monster nicht. Das originale Monster war letztendlich ein Baby. Zurück zum Punkt, den ich anfangs erwähnt hatte. Ein kleiner Punkt im Hintergrund knallt ins Wasser. Im neuen Film sehen wir, dass das tatsächlich die Cloverfield Station des Paralleluniversums ist. Ja, diese ist abgestürzt. Damit wurde eventuell ein Wesen, das sich schon lange unter Wasser versteckte, aufgeweckt, das sich nun bedroht fühlt und anfängt, New York City zu Schutt und Asche zu hauen. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei. Der Punkt ist immer noch das gleiche Space Shuttle, aber durch die Partikelbeschleunigungstechnologie hat es ein Wesen aus einer anderen Dimension in diese Parallelwelt geschafft. Ich weiß, es ist sehr verwirrend. Das bringt uns zu 10 Cloverfield Lane. In diesem Film möchte niemand Howard glauben, der davor warnt, dass Außerirdische kommen könnten. You will though. Woher weiß er das? Nun ja, er erzählt uns, dass was auch immer er früher beruflich gemacht hätte, etwas mit Satelliten zu tun hätte. I guess he did some stuff with satellites. Eventuell mit einem Satelliten, der ins Wasser gecrashed ist. Er wusste von der Kreatur Bescheid und er wusste davon Bescheid, dass Löcher in andere Dimensionen gerissen wurden. Aus diesem Grund baute er sich den Bunker. Macht ihn das zu einem Helden? Nein, er ist immer noch ein Psychopath, der Michelle gefangen hält. People are strange creatures. Aber er wusste Bescheid. Deshalb sind die Außerirdischen, die wir in 10 Cloverfield Lane sehen, etwas komplett anderes als das Monster aus dem ersten Teil. Hier gibt es wieder einige Theorien. Sind diese Monster vielleicht auf der Suche nach dem gigantischen Godzilla-Wesen aus Teil 1? Haben sie dieses Wesen eventuell erschaffen? Ich weiß es nicht, aber das ist eine nette Connection. Und in Teil 3 werden alle losen Fäden miteinander verbunden. Die Original-Crew der Cloverfield kommt zurück in ihre Dimension, doch dort befinden sich bereits mehrere Kreaturen. Japp, es wird von mehreren Kreaturen gesprochen. You're having a comeback to these things. Doch was heißt das für das Franchise? Nun ja, wir wissen nicht viel. Wir wissen, dass ein weiterer Film geplant ist. Er heißt Overlord. Er spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wird sich aber wieder sicherlich mit außerirdischen Kreaturen oder Monstern beschäftigen. Wir sind äußerst gespannt. Ich hoffe, ich habe euch alles einigermaßen näher bringen können und euch nicht noch mehr verwirrt, denn die ganze Geschichte ist äußerst verwirrend. Ich probiere das jetzt alles nochmal grob zusammenzufassen. Crew im Weltall, Partikelbeschleunigungsversuch, Löcher zu anderen Dimensionen und Zeitlöcher. Deshalb tauchen überall in der Geschichte, an anderen Orten, in anderen Zeitebenen seltsame Wesen auf. Und das erklärt die Cloverfield-Timeline. Wie steht ihr zu dem Franchise? Seid ihr Fans? Mochtet ihr den dritten Teil? Ich persönlich nicht so wirklich. Schreibt es mir in die Kommentare. Und für mehr coolen Content schaut euch diese Videos an.